heute mit drei anderen Urbexern. Soll man schnippen, das ist nicht mehr. Mary. Und hallo. Pascal. Das ist alle drei weitergereist aus Nordrhein-Westfalen. Na komm, den schenke ich dir. Okay, cool. Danke. Das hier ist wahrscheinlich kein Muschi-Stuhl, sondern ein Hoden- oder Arschloch-Stuhl. Man weiß. In der Urologie ganz selten. Ein Hoden- und Arschloch-Stuhl. Also, und ganz selten in der Urologie. Ich merke schon, wir haben eine Kennerin bei uns. Und hier in dem unteren Teil sind halt eben die direkten Räume, womit der hier seine Praxis behandelt hat, also seine Praxis im Leben erhalten hat. Und oben sind dann die direkten Wohnräume. Eine Waage? Eine Waage. Ja, willst du mir drauf stellen? Hm? Willst du mir drauf stellen? Ich weiß, was ich füge. Ey, cool. Hm? Eine Schranktür. Also so eine doppelte Tür. Die ja verbaut ist. Oh. Alter, ist hier sehr, sehr viel Müll. Und hier sogar noch die Kanülen. Also auf jeden Fall habe ich schon mal ein Sterbedatum gefunden von dem Doktor. Der Name, das ist immer weg. 1988. Und seitdem steht nämlich die Bude zum Verfall aus. Hier finden wir die Theke. Viel zu der Villa brauche ich ja nicht mehr erzählen, weil sie ist bekannt. Jeder kennt sie. Den Namen verrate ich trotzdem nicht. Die es kennen, die werden ja bestimmt sagen, die kenne ich. Es ist so, dass der Arzt, der ist Ende der 80er verstorben. Und seitdem steht die gesamte Villa komplett frei, also nur Spaces. Ja, wir sind in der Nähe von einem Hotel und anderen Villen, deswegen ist es auch so laut und auch halt eben ein bisschen schwer hier reinzukommen und das unerwischt. Wir hoffen, die zweite in die erste Etage. Das ist ein Screen, oder?
Ja, es funktioniert noch. Ja, mal gucken, ob ich das hinkriege. Hast du das gerne bezweifelt? Aber spiele ganz leise. Ich lasse es. Sind die Urkugeln in die Wand ein Bücherregal. Das haben wir auch schon mal gesehen. Das ist auch kein moderner Regal. Ja. Ich finde es einfach nur optimal benutzt. Ja, und hier stehen noch ganz alte Früchte. Aber da richtig schön eingelegt, da kannst du mal sehen, Anne, wie lange das hält, wenn es eingelegt ist. Ich würde es trotzdem nicht weiß. Ja, die Himbeeren sehen noch gut aus. Wolltest du die essen? Klar, wir hatten keinen Hunger. Ey, hier ist irgendwas eingelegtes. Ach, wollen wir irgendwas eingelegtes? Denn es gab nämlich hier im Keller, gab es nämlich eingelegte Organe. Und die wurden schon alle rausgeklaut. Aber da kann man halt immer sehen, was so eine Substanz das ist. Was ist denn bei der Decke? Die wird nämlich schon mittlerweile samerode. Und hier habe ich das große Bett. Also grundsätzlich muss man aufpassen, wohin man tritt. Weil die Decke, die kommt nämlich langsam mal runter. Ja. Das hier mein kleiner gefederter Freund. Hallo. Ist nämlich das Kinderzimmer. Ja, cool. Hört ihr etwa rein? Jo, klar. Das glaube ich nicht. Also größenmäßig passt doch. Leg dich schon mal ins Bett, Pascal. Mama kommt gleich. Du musst es so sagen, wie so ein Möchtegern. Also, da ist kein Durchkommen mehr möglich. Nee. Das sind mal richtig schön geile Momente, die man so genießen kann auf dem Dach. Okay, jetzt wurde alles erklimmt und da gibt es einen, der wollte unbedingt Werbung machen, aber jetzt hat er richtig Muffepanik. Deswegen sage ich mal, bye bye.